Herzlich willkommen zu meinem Impuls für deine bessere Business-Kommunikation. Heute spreche ich über das Thema Tennis. Warum Tennis? Tennis ist für mich ein Sinnbild für Kommunikation. Natürlich gibt es viele, viele kommunikative Situationen und man kann auch vielleicht gar nicht alle in einem Bild erfassen oder darstellen, aber hier möchte ich dir einfach mal vorschlagen, das Tennis unter kommunikativen Gesichtspunkten zu betrachten. Vor ein paar Jahren bin ich beim Joggen in der Nachbarschaft, wo ich immer so in Richtung Rhein laufe und dann auch an einem Tennisplatz vorbeikomme, irgendwann an eben diesem Tennisplatz vorbeigekommen, morgens 7:30, 8:00 und blieb stehen, weil ich sah ein älteres Paar, Mann und Frau, vielleicht ein Ehepaar, ich nehme an, die waren so um die 70 und die spielten Tennis, klar. Aber die spielten jetzt nicht so Tennis, wie man das vielleicht aus dem Fernsehen kennt, vielleicht spielst du ja auch selber Tennis und natürlich möchte man gerne, wenn man ehrgeizig ist, auch gewinnen und vielleicht den anderen so weit herausfordern, dass er oder sie keine Möglichkeit hat, den Ball noch zu kriegen. Also man spielt raffiniert und so, dass man den anderen irgendwie fertig macht. Die zwei haben so schön Tennis gespielt, dass ich da einfach 10 Minuten stehen geblieben bin und zugeguckt habe. Und das war ein Ballwechsel. Hin und her. Und die haben sich bewegt auf dem Platz. Die waren beide ziemlich fit, hatten also schöne, organische, weiche Bewegungen und haben sich Bälle zugespielt, die für jeweils die andere Seite gut zu kriegen waren. Aber auch erforderten, dass man sich auf dem Platz ein bisschen bewegt. Das war also ein Spiel, das war in keiner Weise langweilig, sondern es war einfach schön dazu zu gucken. Und ich hatte das Gefühl, die haben beide Freude an dem Spiel. Die fordern sich ein bisschen heraus und machen sich einfach eine gute Zeit. Und das ist für mich ein Sinnbild eines guten Gesprächs. Das kann jetzt ein Zwiegespräch sein, also ein Dialog. Das kann aber natürlich auch ein Vortrag oder eine Präsentationssituation sein, wo ich vor einer Gruppe von Leuten stehe. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, diesen Ablauf vom Tennisspiel, dann ist dabei zweierlei sehr interessant. Nämlich einerseits im Hinblick auf die Stimmgebung ist das sehr interessant. Wir haben also für jeden einzelnen Ball, und der Ball ist natürlich hier das Sinnbild für den Gegenstand, also für das Wort, für unsere Botschaft. Und wir haben für jeden einzelnen Ball eine neue Position. Und das ist irre. Also nicht so, wie wir das beim Sprechen kennen. Wir sitzen auf dem Stuhl oder stehen am Pult die ganze Zeit, relativ unbeweglich, sondern für jeden Ball gibt es eine neue Position. Und das heißt, wir brauchen einmal eine gewisse Lockerheit, also ein Lösen, ein Auflösen der Haltung, ein Ausholen und ein erneutes Spannen, um richtig kräftig zuzuschlagen, damit der Ball auch übers Netz geht. Und wenn wir das machen, probier das ruhig aus. Also wenn du jetzt quasi mit mir Tennis spielst und machst diese Bewegungen mit, dann merkst du, dass der Atem mitgeht. Also bei dieser Bewegung atmest du ein. Dein Körper holt sich automatisch die Luft. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Das heißt, durch die Bewegung wird der Atem bewegt und der Atem natürlich als Träger der Stimme oder als
Energieträger für die Stimme, wird also unterstützt. Und wenn wir jetzt in einer Redesituation sind, dann machen wir natürlich nicht wirklich hier dieses Tennisspiel, aber wir haben eine Gestik. Und wenn du das mal ausprobierst, dann merkst du, so ist Sprechen, so ist Atmen. Atmen, Sprechen, Atmen, Sprechen. Oder, ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier heute zu sehen. Wir unterstützen also mit dieser Gestik unsere Atmung und Stimmgebung. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Und dann kommt natürlich das andere, dass wir nämlich durch die Intensität, wie wir den Ball schlagen, entscheiden, wohin sich unser Partner bewegt. Indem wir also den Ball ziemlich kräftig nach ganz hinten an die Linie schlagen, muss natürlich unser Gesprächspartner sich sehr, sehr weit nach hinten bewegen. Und wenn wir den Ball dann ganz kurz spielen, dass der gerade so übers Netz geht, dann muss der Gesprächspartner uns entgegenkommen. Und diese Nähe-Distanz-Steuerung, die machen wir beim Sprechen mit der Stimme. Das heißt, wenn ich lauter spreche, dann sorgt das für eine größere Distanz. Dann wird sich mein Gesprächspartner unweigerlich ein bisschen zurückziehen. Und wenn ich mit der Stimme leiser werde, wenn ich also sehr intim spreche, dann sorgt das dafür, dass mein Gesprächspartner sich körperlich oder zumindest innerlich mehr mir zuwendet, näher kommt und die ganze Situation ein bisschen vertrauter wird. Das heißt, du hast mit deiner Stimme, mit diesem Bild, die Möglichkeit, viel, sagen wir mal, gezielter deinen Gesprächspartner zu bewegen. Und darum geht's. Also es kommt nicht nur auf die Inhalte an, auf die Sachargumente, die sind häufig relativ unwirksam, sondern es kommt viel, viel mehr darauf an, wie du diese Sachargumente rüberbringst, wie du den Menschen bewegst. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass du in der Lage bist, ihn oder sie auf eine angenehme Weise zu bewegen, dann ist jemand sehr geneigt, dir zu vertrauen, sich mit dir zu befassen, dich sympathisch zu finden und so weiter. Weil Menschen wollen ja bewegt werden. Menschen sind von Natur aus eher träge und wollen gerne von außen motiviert werden. Und wenn wir also im Sprechen schaffen, andere Menschen zu bewegen, innerlich natürlich emotional zu bewegen, dann haben wir sehr viel erreicht, eine hohe Bindung, also Vertrauensaufbau, Beziehungsaufbau. Und wenn das dann zu wiederholten Kontakt kommt, einen nachhaltigen Kundenkontakt. Denk mal drüber nach. Probier mal aus, auch ruhig mit der Stimme. Hey, ha, da, hallo, wie geht's? Das ist meine Botschaft. Probier es aus. Viel Erfolg!